von eurer Seite so was in Angriff genommen wird, dass ihr die Jungs und Mädels da eben auf das vorbereitet. Und eben, mich freut es immer ganz besonders, wenn die Kleinen oder der Nachwuchs immer Spaß einfach hat. Das ist das Allerwichtigste, dass es Spaß macht, dass jeder mit Begeisterung dabei ist. Und von daher haben wir gesagt, schau mal vorbei, schau euch ein bisschen auf die Finger später noch. Und jetzt, wer will, kann natürlich gerne ein Autogramm haben. Und ich freue mich natürlich, wenn du uns dann besuchen kommst. Warte mal, weil uninteressant die Sache, bei mir habt ihr es auch nicht so geglaubt. Finger safe. Jetzt fragt ihr meinen Profi-Torwart, ob der Finger safe hat. Nein. Keine. Du hast die Handschuhe. Ja, genau. Danke. Die Orange habe ich vorher gehabt, das sind jetzt. Martin hat auch welche. Ich will wieder gleich weg haben. Ich habe wieder was gelernt. Nein, ich habe in der Jugend, beziehungsweise wo ich in den Herrenbereich gekommen bin, auch mit Fingersafe gespielt. 2-3 Jahre. Ja, es ist immer so, man muss sich einfach wohlfühlen. Das ist das Allerwichtigste. Das ist bei jedem Material so, egal ob das Schuhe oder Handschuhe sind, muss sich der Torwart, der was das tragt, einfach wohlfühlen, weil nur so kann man mal Leistung bringen. Jetzt ist es so, dass ich mich einfach mit den anderen Handschuhen wohler und freier fühle vor allem. Einfach, das ist eine Techniksache und es ist auch, was Muskulatur eben an die Finger angeht, da ist man einfach mit der anderen Handschuhe baut man mehr Muskulatur auf, ist einfach dadurch auch stärker und kann auch dann eben die schärferen Bälle hin und wieder besser abwehren oder leichter abwehren. Und deswegen spiele ich jetzt momentan eben keinen und ich kenne auch keinen Profitor, der eigentlich welche spielt. Also ich glaube, das ist da. Doch nicht 3 Meter groß, gell? Wie heißt er denn? Otto Neudorfer. Na, das war vor meiner Zeit dann. Okay. Nehmen jetzt, fragt sie mal. Ein Bundesliga-Profi-Torwart. Okay, fragt sie jetzt. Was wollt ihr immer schon wissen? Keine Ahnung. Ob wir ein Autogramm kriegen. Wo hast du vorher gespielt? Also ich bin ja gebürtiger Augsburger, also ich bin ja eigentlich jetzt kein Deutscher mehr, sondern ich habe die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen, aber in Deutschland eben aufgewachsen. Hab da in Eindling gespielt, im Herrenbereich, das wird euch nicht viel sagen, aber wir haben auch hier gegen Passau damals noch gespielt in der Bayernliga, wo Passau Bayernliga gespielt hat. Dann bin ich ein Jahr zu 1860 München gegangen, wo es von der Bundesliga abgestiegen sind in die zweite Liga. Dann ein Jahr nach Bayreuth auch in die dritte Liga und von dort aus eben nach Österreich und jetzt bin ich eben 10 Jahre in Österreich. Oder mein 10. Jahr jetzt in Österreich. Spielst du dann noch 10 Jahre? Spielst du in der EM, kannst du da mitspielen? Ich war jetzt immer auf Abruf im Nationalteamkader dabei. Also als quasi vierter Torwart. Jetzt, momentan haben sie einen Jüngeren dazu genommen, bin ich quasi mehr oder weniger Nummer 5, Nummer 6. Also wird es relativ schwierig für mich sein, bei der EM dabei zu sein, aber trotzdem. In Österreich gibt es nicht so viele Torleute, von daher ist es vielleicht die Chance größer wie in Deutschland. Ja. EM. Und was Europameisterschaft? EM nicht in der WM. Europameisterschaft. Nein, WM schaffe ich nicht mehr, da bin ich nicht zu alt. Wie ist ja ein Kind wie wir waren, wurden sie da gesponsert, dass sie in die besseren Jugend. Nein, auch nicht. Ich habe einfach nur bei meinem Heimatverein Fußball gespielt, mit meinen Freunden Fußball gespielt. Einfach nur jeden Tag, Nachmittag, nach der Schule war ich am Fußballplatz, weil es einfach immer Spaß gemacht hat. Und irgendwann kam eben mal ein Spieler vom Mittel auf mich zu und hat gesagt, du, in München suchen sie einen Torwart, ob ich Interesse hätte. Und so ist es dann einfach passiert. Da braucht man einfach ein bisschen Glück dazu. Da braucht man natürlich auch irgendwie, muss die Leistung passen. Leute auf einen aufmerksam, aber grundsätzlich habe ich einfach nur Fußball gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat und das andere hat sich dann einfach gesehen. Wo hast du dann als Ole erst gespielt? Ja, bei meinem Heimatverein habe ich angefangen, mit 16 bin ich dann nach Eindling gegangen. Wir haben eben dann vierte Liga gespielt. Und da haben wir eben gegen Amateure von 1860 damals gespielt und dadurch sind sie auf mich aufmerksam geworden. Bernhard, du hast schon mal einen gehabt? Ja, gleich später. Wie alt bist du? Ich werde jetzt 34 im Juni. Ich bin ein Vater. Aber es geht für einen Torwart nur. Ist ein gutes Alter für einen Torwart, da kann man noch ein wenig länger spielen, solange der Körper mitmacht. Der Buffon ist 38. Buffon, genau. Kann sich auch noch bewegen, ab und zu zumindest. Ja, wer noch? Da war noch einer. Warst du auch mal auf einer Fußballschule? Nein, war ich nicht. Hat es zu meiner Zeit noch gar nicht so gegeben. Leider, weil ich hätte es sehr gerne gemacht. Und ich glaube, das ist auch allein die Position jetzt in den letzten Jahren ja immer mehr Aufmerksamkeit gekriegt hat.
Weil ich glaube, jeder drauf gekommen ist, dass es einfach spezielles Training braucht. Früher hat man einfach nur, hat der Cheftrainer einfach ein bisschen ein paar Bälle hergeschossen, da haben wir leider nicht so speziell trainieren können. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Ausbildung jetzt immer besser wird und deswegen gibt es in Deutschland auch so viele gute Torleute, das muss man auch dazu sagen. Und ich glaube, deswegen, wenn ihr so weitermacht, steht euch eine große Karriere bitte. Wer war in deiner Kindheit dein großes sportliches Vorbild? Hey. Darf ich gar nicht sagen, weil das war ein Bayern-Spieler. Ich hab jetzt keinen speziellen gehabt. Ich habe mir eigentlich von vielen immer was abschauen wollen. Ihr wollt jetzt keinem nacheifern. Aber für mich war immer so, eben damals 98 war das immer so Fabian Barthez, Gabor Kiray, eben von 60 damals. Von denen hat mich einfach begeistert, dass sie eine gewisse Lockerheit gehabt haben. Sie haben einfach sind im Tor gestanden, haben ihren Spaß gehabt, das hat man ihnen immer angesehen. Andererseits hat man von Oli Kahn zum Beispiel den Ehrgeiz lernen können. Der war immer verbissen, der wollte immer was erreichen. Also es gab so eine Mischung, wo man immer gesagt hat, von jedem Torwart kann man was mitnehmen und von jedem kann man sich was abschauen. Und ich glaube, jeder muss dann einfach seinen eigenen Weg finden und sagen, auf das und das schaue ich persönlich dann. Wie groß sind eigentlich deine Toren, in denen du stehst? Außer wie die 7,32 Meter breit und 2,44 Meter hoch. Also die sind, ich glaube, auf der ganzen Welt Normmaß und die sind bei uns genauso. Was war dein Lieblingsclub in deiner Kindheit? Als Kindheit war ich Bayern-Fan. Konnte ich dann nicht mehr sein, wo ich zu 60 gegangen bin, das hat sich ein bisschen geschnitten, aber grundsätzlich war ich als Kind Bayern-Fan. Mit allem drum und dran, mit Bettwäsche, mit allem, was das geben hat. Ich habe noch mit der Kindheit. Und Papas Kind. Beim Cup-Sieg, je nachdem, wie lange wir dabei sind. Nein, ich krieg von Ulsport eben die Handschuhe gesponsert zum Glück, weil sonst wird es schöner Batzen. Und, ja, sie schicken mir immer so eben zwischen 10 und 15 Paar pro Quartal, also pro alle 3 Monate. Und wenn ich dann noch welche brauche, bestelle ich immer noch mal welche nach. Aber ja, der Belag wird halt immer weicher, deswegen braucht man natürlich immer mehr Handschuhe und dafür ist aber halt der Grip besser. Und solange man einen Ausrüster hat, der einen das zur Verfügung stellt, sind wir ganz zufrieden. Jeden Tag Handschuhe wechseln. Ja, immer mit neuen Handschuhen ist natürlich auch nicht gut, weil die haben immer so einen leichten Belag noch drauf, wo es recht rutschig sind. Also die müssen immer eine Woche ungefähr tragen werden, bis sie mal richtig gut sind. Und da muss man dann so einen Rhythmus reinbekommen, damit man beim Spiel die richtigen Handschuhe dann hat. Mit dem bin ich echt jetzt gut, weil ich den so mehr ja, als dran habe. Ja, man merkt's. Wie viel verdienst du denn, ja? Jetzt ist es interessant. Nein, es ist so, wir verdienen in Österreich jetzt nicht das Geld, was man in Deutschland verdienen kann. Ich glaube, dass man es hier vergleichen kann, mit Deutschland vergleichen, mit der dritten Liga ungefähr, was man verdienen kann. Wir können aber ganz gut davon leben und wir machen einfach das, was uns Spaß macht. Jetzt so richtig über Beträge reden ist, glaube ich, nicht das, weil einfach auf riesige Spanne ist von Spieler zu Spieler. Muss jeder für sich selber eben im Verein verhandeln, was es möglich ist, aber grundsätzlich kann sich keiner beschweren, der Profifußballer ist, weil es einfach ein richtig gutes Geld ist und ich sage, das Wichtigste ist aber dabei, dass man das macht, was man was einem Spaß macht und dann macht man es, glaube ich, nur lieber. Und ich glaube auch, dass der Thomas damit ausdrücken möchte, dass ihr auf jeden Fall eine gute Ausbildung machen sollt, weil Profi-Tormann wird man nicht so leicht. Und Ausbildung, du hast auch Ausbildung gemacht, habe ich gelesen. Ich habe Ausbildung als Bürokaufmann gemacht, genau. Ich habe Beruf erlernt. 6 Jahre aufgearbeitet und bin jetzt mit 22 Profi geworden. Also das ist schon das ganz Wichtigste. Also Schule und danach einen guten Beruf zu lernen, ist, glaube ich, sehr entscheidend, weil erstens mal kann es im Fußball sehr schnell gehen, allein durch Verletzungen. Jetzt auch, ich sehe es bei uns zum Beispiel, wir haben sehr viele junge Spieler, die mit 18, 19 zu uns kommen, die was dann nichts mehr machen und teilweise sogar Schule vernachlässigen. Es kann aber dann leicht sein, dass eben durch den Konkurrenzkampf das mit 20, 22, 23 die Karriere vorbei ist, wo sie dann einfach mit dem Fußball nichts mehr verdienen und dann ist es für sie extrem schwierig im Berufsleben und deswegen vernachlässigst du es nicht mit allem Spaß mit dem Fußball und allem drum und dran, aber das ist schon ganz entscheidend, dass man eben am zweiten Weg noch die Schule macht und eben dafür die normale, fürs normale Berufsleben sich fortbildet. Das kann man, das sagt er von nicht sagen. Das steht in seinem Vertrag drin.
dass er das nicht sagen darf. Wie oft hast du Torwarttraining die Woche? Also wir haben allgemein 2, 3, 4, 5, 6, 7 Einheiten. Bei uns ist der normale Rhythmus so unter der Meisterschaft. Wir haben Dienstag zweimal Training, Mittwoch einmal, Donnerstag einmal, Freitag einmal, Samstag Vormittag Training, Abend Spiel, Sonntag Training, Montag ist unser freier Tag. Torwarttraining speziell ist bei uns immer so, wir haben 1 bis 2 Einheiten in der Woche, wo wir wirklich nur rein mit Torleuten arbeiten. Und dann haben wir pro Einheit so zwischen 40 und 60 Minuten, wo wir auch speziell arbeiten. Und danach gehen wir eben zum taktischen Teil, zur Mannschaft und zum Abschlüsse, Torschuss und so weiter. Also die Zeit ist immer, kommt da immer auf den Trainer natürlich drauf an. Wir haben einen Trainer gehabt, wo wir immer nur 20 Minuten Zeit gehabt haben, weil einfach die Torleute im Training mehr eingebunden hat. Aber so im Schnitt haben wir schon mindestens am Tag so 40 bis 60 Minuten und eben dienstags fast 2 Stunden. Bist du im Spiel und im Training mit dem gleichen Konzept? Genau, ja, also ich habe schon immer spezielle fürs Spiel, wo einfach dann noch nicht so gebraucht sind. Die habe ich nur eine Woche trainiert davor immer. Dann nehme ich es zum Spiel her für ungefähr 2, 3 Spiele. Und danach benutze ich es dann nochmal im Training weiter, einfach, was ja noch relativ gut sein, aber eben im Spiel will ich dann immer, ja, muss ich wohlfühlen. Und irgendwie habe ich das so entwickelt, dass ich eben 3 Paar beim Spiel dabei habe und dann tue ich mir von denen 3 Paar immer ein aus und nehme es danach eben zum Training nochmal her, bis ich dann wirklich kaputt bin. So wie die ungefähr. Na, so weit schaffe ich es nicht. Was war das? Glaubst du das so? Dass du im Profibereich geschafft hast und anders? Profi, das ja, ich glaube, es ist immer Sache. Die schwarzen Sachen. Qualität unterscheidet die Ocean League. Ja. Ja. Also 45 Kinder haben wir, wolltest du gerade sagen, gell? Ja, hab ich. Na ja, das ist dein Poster. Das ist dein, du bist durchgegangen.